Welche der folgenden Zahlen sind Faktoren von 154? Nun, eine Zahl ist ein Faktor von 154, wenn 154 durch diese Zahl teilbar ist, ohne dass es einen Rest gibt. Oder anders angeschaut, wenn 154 ein Vielfaches dieser Zahl ist. Schauen wir uns dies für diese Zahlen an. 3, 5, 6, 9 und 14. Sind dies Faktoren von 154? Wir starten mit der 3. Du hast vielleicht schon in anderen Videos gesehen, dass man die Teilbarkeit einer Zahl durch 3 mit der Quersumme überprüfen kann. Und zwar schaut man sich an, ist die Quersumme der Zahl teilbar durch 3? Die Quersumme in diesem Fall wäre 1 plus 5 gibt 6 plus 4 gibt 10. 10 ist klar nicht teilbar durch 3, deshalb ist die Zahl nicht teilbar durch 3. Wir können dies aber auch schriftlich mit einer einfachen schriftlichen Rechnung überprüfen. Wir rechnen dann 154 geteilt durch 3. 3 geht wie oft in die 15 hinein? Das sind 5 mal. 5 mal 3 sind 15. Ziehen die ab. Gibt eine 0. Die 4 nehmen wir herunter. 3 geht wie oft in die 4 hinein? Das geht einmal. 1 mal 3 ist 3. Wir ziehen die 3 ab. Wir sehen, wir haben 1 Rest. Die Zahl ist nicht teilbar durch 3. Das heißt, 154 ist nicht teilbar durch 3 ohne Rest. Nun schauen wir uns die 5 an. Die 5, das ist ja relativ einfach. Wenn wir die 5er-Reihe kurz aufschreiben, 5, 10, 15, 20, 25. Das sehen wir schon hier, die Zahlen, die enden immer auf eine 5 oder eine 0. Das heißt, jedes Vielfache von 5 hat an der einer Stelle eine 5 oder eine 0. Hat 154 eine 5 an der einer Stelle? Nein, es ist eine 4. Deshalb ist 154 auch nicht durch 5 teilbar. Gut, dann schauen wir uns die 6 an. Die 6, das ist ja ganz einfach. Jede Zahl, welche durch 6 teilbar ist, muss auch durch 3 teilbar sein, weil ja 6 durch 3 teilbar ist. 2 mal 3 sind 6. 154, das haben wir aber schon angeschaut, ist nicht teilbar durch 3, deshalb kann es auch nicht durch 6 teilbar sein. Das gleiche gilt für die 9. 9 ist ja 3 mal 3. Das heißt, jede Zahl, die durch 9 teilbar ist, muss auch durch 3 teilbar sein. Und da 154 nicht durch 3 teilbar ist, kann es auch nicht durch 9 teilbar sein. Dann bleibt nur noch die 14. Ist 154 durch die 14 teilbar? Gut, das rechnen wir uns am besten schriftlich aus. 154 geteilt durch 14. 14 geht wie oft in die 15 hinein? Genau, einmal. 1 mal 14 ist 14. Das gibt eine 1. Wir nehmen die 4 herunter, ne? 14 geht wie oft in die 14 hinein? Genau einmal. 1 mal 14 ist 14. Wir haben keinen Rest. 11 mal 14 gibt 154. Das heißt, 154 ist durch 14 teilbar. 14 ist die einzige dieser Zahlen, welche ein Faktor von 154 ist. Gut, schauen wir uns eine weitere Aufgabe an. Welche der folgenden Zahlen sind Vielfache von 14? Wir könnten jetzt dasselbe machen wie vorher und für jede dieser Zahlen überprüfen, ob sie durch 14 teilbar sind ohne Rest. Aber in diesem Fall, was viel einfacher ist, wir schreiben uns die 14er-Reihe auf und schauen, ob diese Zahlen darin vorkommen. Beginnen wir mit der 14. Plus 14 gibt 20 plus 4.
28 plus 14, 8 plus 4 gibt 12, plus 10 gibt 42, plus 14, das gibt 50, 2 plus 4 gibt 6, 56, plus 14, 6 plus 4 gibt 10, eine 0, 5 plus 2 gibt 70. Jetzt sehen wir schon, 70, die erste Zahl unserer Zahlen, die auch hier oben vorkommt. Plus 10 gibt 84. Ich mache das jetzt weiter, sodass ich sicher bin, dass bis 85 alles abgedeckt ist. 90, 98. Auch 85 kommt nicht vor. Wir sehen, 69 kommt nicht vor hier in der 14er-Reihe. 70 kommt vor. 75 kommt nicht vor. 80 kommt nicht vor. Und die 85 ist auch nicht in der 14er-Reihe. Das heißt, nur 70 ist ein Vielfaches von 14.